Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es gut, dass wir heute über dieses Thema diskutieren. Denn ja, die Versorgung pflegebedürftiger Menschen stellt eine Herausforderung für unsere Gesellschaft dar und wird uns auch in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen. Die Menschen in Deutschland werden Gott sei Dank dank unserer guten Gesundheitsversorgung immer älter, aber im Alter besteht halt auch das Risiko, pflegebedürftig und krank zu werden. Und deswegen, und da bin ich mit den Vorrednern, mit fast allen einig, benötigen wir dringend ein Sofortprogramm in allen Bereichen der Pflege. Verbindliche Personalschlüssel sind wünschenswert und werden von uns auch auf jeden Fall unterschrieben. Das Problem aber ist doch, und das wurde bisher von niemandem angesprochen, dass die Pflegekräfte, um die Personalschlüssel zu erreichen, auf dem jetzigen Arbeitsmarkt überhaupt nicht vorhanden sind. Das ist doch das Problem. Und da müssen wir doch überhaupt erst mal ansetzen. Und deswegen sind unsere hochmotivierten Pflegekräfte auch am Limit, weil das Personal fehlt, weil es auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhanden ist. Und ich werde Ihnen gleich auch vorlegen, wie wir das versuchen werden zu ändern. Und ein Satz noch. Unser hochmotiviertes Pflegepersonal, dem ich hier an dieser Stelle in ganz Deutschland, die jetzt arbeiten oder im verdienten, in der verdienten Pause sind, sagen, dass sie einen tollen Job machen und dass wir alles dafür tun werden, damit sie in Zukunft nicht mehr so am Limit arbeiten müssen, wie sie das bisher tun. Wie gesagt, wir brauchen dringend mehr Pflegekräfte, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich, als auch in den Krankenhäusern. So, wie erreichen wir das? Ja, ganz einfach. Wir müssen die Berufe im Pflegebereich attraktiver machen, attraktiver gegenüber den anderen Wirtschaftsbereichen. Wir müssen es stärken. Wir brauchen bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen, damit es gelingt, meine Damen und Herren, wieder mehr junge Menschen in die Pflegeberufe zu bekommen, zu begeistern und vor allen Dingen auch, um ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Denn das ist doch auch das Problem, dass die Pflegekräfte wegen ihrer Überbelastung zu kurz in dem Pflegeberuf arbeiten können. Das müssen wir ändern. Personalausstattung ist wichtig, wichtige Rahmenbedingungen. Aber wie sieht es denn aus? Ich habe es eben schon gesagt. In meinem Bundesland Schleswig-Holstein werden mittlerweile schon von den Krankenhäusern Prämien gezahlt, Abwerbeprämien, damit das Pflegepersonal von dem einen zum anderen Krankenhaus wechselt. Daher, ich wiederhole es, wir brauchen ein Sofortprogramm für mehr Pflegekräfte, das sofort greift und nicht erst in 3 Jahren, wenn neue Pflegekräfte ausgebildet sind. Und zwar neben einer Ausbildungsoffensive, die den Namen auch verdient hat, wollen wir Anreize für eine bessere Rückkehr von Teil- in Vollzeit. Wir wollten verbesserte Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften, die natürlich auch mehr verdienen. Wir brauchen eine stärkere Förderung familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle. Es sind Frauen in der Pflege. Da muss man die Arbeitszeit auch darauf ausrichten. Wir brauchen eine bessere Gesundheitsvorsorge für die Beschäftigten, für diesen wichtigen Pflegeberuf. Wir brauchen eine Reduzierung des bürokratischen Aufwandes. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. IT-Systeme unterstützen das. Pflegekräfte wollen Zeit für ihre Patienten, für ihre Pflegebedürftigen haben und nicht Zeit, um zu dokumentieren. Und, meine Damen und Herren, als wichtigsten Punkt, und das ist wirklich ganz wichtig, Pflege braucht mehr gesellschaftliche Wertschätzung und Würdigung der Pflegeberufe. Ja, ich finde, da kann man ruhig mal applaudieren, weil das ist überparteilich, meine Damen und Herren. Die Pflegekräfte verdienen mehr finanzielle und gesellschaftliche Anerkennung, und da sind wir alle gefragt. Ich bitte alle Beteiligten, sich an dieser Debatte in den nächsten Jahren zu beteiligen. Ich freue mich auf unsere Diskussion im Ausschuss, und gestatten Sie mir am Schluss noch die Bemerkung, wir Freien Demokraten stehen zu unserem Wahlkampfversprechen. Darauf können sich die Menschen in Deutschland verlassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Aschenberg-Lugnus. Nächste Rednerin, Maria Klein-Schmeink für Bündnis 90 Die Grünen.